Herzlich willkommen zum Mediale Energetik-Treff. Ich bin Oliver Ereni und ich habe heute ein spannendes Thema vorbereitet. Es passt ja in diese verrückte Corona-Zeit rein, dass man sich auch einmal mit dem Immunsystem beschäftigt, aber vor allem auch mit den Atemwegen. Das heißt Abwehr bei den Atemwegen und einfach mal wieder schauen, dass dieser Bereich gereinigt und geschützt ist und auch natürlich gestärkt wird. Die Meditation ist jetzt so ausgelegt und auch die Übungen sind ausgelegt, das können natürlich Raucher auch ganz genauso machen. Rauchen ist ja Gott sei Dank ein Laster, das ich ausgelassen habe. Also man muss ja nicht alles machen, aber natürlich kannst du auch, wenn du Raucher bist, schauen, dass du das besonders reinigst und ich werde es auch in der Meditation erwähnen, dass man da auch die Lungen ein bisschen durchputzt und wieder durchreinigt. Grundsätzlich hat ja auch die Lunge natürlich mit unserem Freiraum einen langen Atem haben, sagt man auch, dass man durchhalten kann, dass man etwas schaffen kann, dass man an Dingen dranbleiben kann und auch geduldig sein kann. Und vielleicht kennen das die Asthmatiker unter euch, dieses Gefühl, wenn man stressig ist, wenn es kurzatmig wird, dass dann die Lunge so zumacht, dass man dann einen Lungendruck bekommt, dass man nicht mehr so belastbar ist. Weil einfach, weil man einfach das Gefühl hat, es kommt nicht mehr genug Luft rein. Und auch da werden wir heute schauen, also auch besonders die Asthmatiker, die Raucher und alle, die einfach so Themen auch mit der Lunge haben, mit den Atemwegen haben, dass man die auch mitnehmen heute bei der Meditation. Natürlich auch, wenn du öfter Probleme hast im Hals-Rachen-Bereich. Also wenn du öfter mal Halsentzündungen hast, Halsschmerzen hast, auch da kann diese Meditation deine Selbstheilungskräfte natürlich anregen. Bitte bedenke, dass die Meditation keinen Arztbesuch ersetzt und auch nicht zu einer Selbstdiagnose geeignet ist. Also wenn du Probleme hast in dem Bereich, natürlich bitte einen Arzt aufsuchen. Ich spreche immer vom energetischen Teil eines Körpers. Das heißt, wenn ich von der Lunge spreche, rede ich von der energetischen Lunge. Was hat deine Lunge mit dir zu tun, so vom Energetischen? Was hat das zu bedeuten? Auf der Lunge hat man auch öfter mal so Vaterthemen gespeichert, also auch Themen aus dem Familiensystem. Auch da ist es gut, wenn man die mal frei macht, dass man da wieder eher aufatmen kann und freier werden kann. Gut. Dann würde ich gleich mal vorschlagen, stürzen wir uns gleich mal in die Lungenmeditation, in die Atemwegsmeditation. Und vom Energetischen her, Hals, Lunge, das hat ja zu tun hier, Halschakra, das ist so von der Frequenz her so blau, also so hellblau kann man sich das vorstellen. Und das hängt auch mit dem Erzengel Michael zusammen. So als Analogie, und der Erzengel Michael ist auch jemand, der dir helfen kann, dich auszudrücken, klar zu kommunizieren. Also wenn du zum Beispiel auch Themen hast mit der Sprache, wenn du das Gefühl hast, du verschluckst manchmal was oder sagst Dinge nicht so aus, sprichst Dinge nicht so aus, wie du sie meinst, dann kann dir da auch Michael dabei helfen und wir werden das heute auch bei der Meditation mit einbauen. Du siehst also, es ist eine sehr, sehr umfangreiche Meditation ist auch ein großer Bereich, der Lungenbereich. Und bitte eines noch, schreck dich nicht, wenn du während der Meditation womöglich das Gefühl hast, deine Lungenflügel sind unterschiedlich groß, weil die sind unterschiedlich groß. Also der rechte Lungenflügel hat so 3 Segmente und der linke hat 2 Segmente, weil ja da das Herz dann auch noch drunter liegt. Also nicht schrecken, wenn du das Gefühl hast, oh Gott, die sind total ungleich. Das habe ich schon mal bei Teilnehmern von der Meditation gehört, die gedacht haben, oh Gott, sie haben da was bei der Lunge. Aber die ist wirklich, also der linke Lungenflügel ist etwas kleiner als der rechte gestaltet. Also da bitte nicht schrecken. Gut. Dann wünsche ich jetzt uns viel Spaß bei der Meditation. Setz dich einfach mal ganz entspannt hin. Atme mal tief ein. Und wieder aus. Und tief ein. Und wieder aus.
Komm ganz im Hier und Jetzt, in diesem Augenblick an. Und schließ mal deine Augen. Du entspannst dich ganz in deinem Tempo, in deinem Rhythmus. Und in diesem Augenblick, während du dich niedergelassen hast, beginnt bereits die Energie von Erzengel Michael bei dir zu wirken und mit dir zu arbeiten. Das ist wie ein blaues Licht, das durch dich fließt, das um dich herum fließt und das dich schützt und reinigt und das dir ganz viel Kraft gibt. Und die blaue Energie von Michael ist ja eher eine Energie, die nach oben hin wirkt. Das heißt, dein Oberkörper, Hals, Kopf, da wirst du es auch am meisten spüren. Aber du bittest jetzt mal Erzengel Michael, dass seine Energie, dass sein Licht wirklich durch deine Wirbelsäule also vom Kopf über die Halswirbelsäule, die Schultern, den Brustbereich, den Bauchbereich, also deinen Rücken runterfließt bis zum Becken und durch deine Beine in die Erde und sich dort stabilisiert. Und reinigt. Und du spürst jetzt, dass Erzengel Michael dir hilft, diese Energie in deinem Leben zu manifestieren. Seine Energie. Seine kraftvolle, blaue Energie. Und dieses Licht steht für Abgrenzung, Grenzen setzen, aber auch für Freiräume schaffen. Denn je weiter du deine Grenzen definierst, umso größer ist dein Freiraum. Je enger deine Grenzen sind, umso kleiner ist dein Freiraum. Und Michael führt dich jetzt zu deinen Grenzen, zu deinem maximal möglichen Freiraum. Und du hast das Gefühl, dass sich der Raum, der Boden unter deinen Füßen ausdehnt und weiter wird und größer. Und du spürst, dass sich dein Raum jetzt mehr und mehr in deinem Leben manifestiert.
Freiheit, Freiraum ist ein unbewusstes Gefühl, ist etwas, das du in dir trägst. Und du spürst jetzt, dass dieses Gefühl für deine Grenzen sich immer weiter ausbaut und manifestiert. Grenzen sind auf der Erde, sind in deiner Erdung verwurzelt und manifestiert. Grenzen musst du nicht aussprechen. Grenzen sind schon existent. Und du spürst jetzt, wie der ganze Druck, ich muss mich abgrenzen, ich muss etwas ausreden, ich muss mich erklären, wie dieser ganze Druck von deinem Kopf, von deiner Brust, von deinen Lungen abfließt in die Erde. Und du spürst, wie mit diesem Loslassen, diesem Gelöstwerden, dein Brustvolumen, dein Atemvolumen mehr wird. Du hast das Gefühl, tiefer in dich atmen zu können, tiefer reinatmen zu können. Und du hast das Gefühl, dass deine Lungen immer mehr und mehr Volumen bekommen. Atme jetzt mal tief ein und wieder aus und spür mal in dich rein, spür mal diese Freiheit, diese Weite, die sich jetzt in dir manifestiert. Du spürst, dass du wieder Raum bekommst, um richtig durchzuatmen. Und du spürst, dass du gut abgegrenzt bist. Abgegrenzt zu allen Viren, Keimen, Umweltbelastungen, zu Pollen, zu Staub, zu Tierharn, wenn du Allergiker bist. Du spürst, dass deine Luft, die du atmest, gefiltert ist und frei. Und diese Luft, die du einatmest, ist der Hauch des Lebens, der dir jede Sekunde deines Alltags eingehaucht wird. Mach dir bewusst, dass dieser Lebenshauch mit jedem Einatmen zu dir gebracht wird und alles, was du verbrauchst, alle Schwere, alle Erschöpfung, alle Müdigkeit, die vielleicht in dir steckt, wird mit dem Ausatmen ausgeschieden und reinigt sich wieder. Atme einige Male ganz bewusst tief ein, Lebensenergie rein, verbrauchte Energie, erschöpfte Energie aus. Lebensenergie ein,
verbrauchte, erschöpfte Energie aus. Jeder Atemzug stärkt dein Hara-Zentrum, so beim Nabelchakra, also so diese unteren Zentren. Da wird deine Lebensenergie gespeichert. Und da speicherst du jetzt auch diese Lebenskraft ab. Goldenes Licht, Lebensenergie ein, die wird in deinem Hara-Zentrum gespeichert und verbraucht es, wird ausgeatmet. Und du kannst jetzt spüren, wie du immer mehr Kraft und Lebensenergie sammelst während dieser Reise. Und du spürst, wie du vitaler wirst. Und diese Vitalität, die sich jetzt ganz bewusst immer mehr und mehr in dir manifestiert, wird dir jetzt helfen, dein Immunsystem zu stärken, deine körperlichen Abwehrkräfte zu stärken. Und jetzt wird mal dein gesamtes Immunsystem entstresst entladen. Alltagsstress, Ernährungsstress, zwischenmenschlicher Stress schlagen sich ganz schnell aufs Immunsystem. Und dieser Stress wird jetzt abgesaugt und durch reine, frische Lebensenergie ersetzt. Dein Immunsystem nimmt nun voller Leichtigkeit seine Aufgaben, die es zu erfüllen hat, wieder auf. Es reinigt und schützt deinen Körper. Und besonderen Schutz brauchst du natürlich jetzt auch in dieser Grippezeit, in dieser Erkältungszeit vor verschiedenen Viren und Bakterien, die herumdüsen und die sich in diesem nasskalten Milieu sehr wohlfühlen. Und während du diese Meditation machst, lädt sich jetzt dein Immunsystem auf und du konzentrierst dich heute ganz bewusst auf deine Atemwege und deinen Rachen. Du kannst dir auch vorstellen, dass energetisch aus deinem Hals, aus deinem Rachenbereich die Lymphflüssigkeit alles abtransportiert, was da steckt. Die Reste, die vielleicht noch durchkommen, denn der Schutz der Freiheit, der Schutz von Erzengel Michael ist um dich herum und dein Immunsystem und Lymphsystem transportiert jetzt alle Reste ab, die vielleicht noch durchkommen, sodass sich überhaupt kein Erreger, keine Krankheit überhaupt manifestieren kann. Und du spürst jetzt mal, wie kräftig und kraftvoll dein Immunsystem ist. Es ist wirklich wie ein Riese gegen ganz kleine Erreger. Also die haben da überhaupt keine Chance.
Und du spürst, dass sich jetzt jeglicher Druck der Angst vor Lungenerkrankungen, jegliche Angst vor Lungenerkrankungen löst sich jetzt aus deinem System und du wirst auch immun vor der Angst vor einer Lungenerkrankung. Du wirst immun vor der Panik, die vielleicht andere vor Erkrankungen haben. Du wirst jetzt reiner und klarer und kommst mehr und mehr in deine Mitte. Erlaube dir jetzt ganz klar, die volle Kraft deines Immunsystems zu nutzen, sodass wirklich alles aus deinen Atemwegen entfernt wird, was da nicht hingehört. Genauso die Nase, Nasennebenhöhlen, Hals, Rachen, Lungen runter. Also deine ganzen Atemwege werden jetzt freier. Wenn du verschnupft bist, dann schwillt jetzt deine Nase ab und jegliche Entzündung wird jetzt gelöst und löst sich. Und du spürst, wie die Heilung durch dich fließt, die Heilung, deine Selbstheilung, dein Immunsystem. Und jetzt ist es auch an der Zeit, weil ganz viel mit der Atmung und der Nase, auch mit deinem Nacken und deinen Nackenverspannungen vielleicht zu tun hat, dass jetzt sich auch alles, was in deinem Nacken sitzt, löst, alle Blockaden der Halswirbelsäule lösen sich jetzt. So als wärst du bei einem wunderbaren Chiropraktiker oder Masseur. Und du spürst, dass sich Wirbel um Wirbel einrichtet, dass du freier und klarer wirst. Und du spürst, dass auch so der Druck von deinem Hals, Nase bis zur Lunge runter nachlässt, weil sich einfach da jetzt Verspannungen auch lösen. Und nun ist alles frei, es steht genug Lebensenergie zur Verfügung, dass jetzt mal alte Emotionen, alte Energien von deinen Lungen gereinigt werden. Vernarbungen des Lungengewebes, Schädigungen des Lungengewebes, vielleicht durch Rauchen oder durch Asthma, durch eine Lungenentzündung. Egal, was da drauf ist, es wird jetzt geheilt und harmonisiert sich, sodass deine Bronchien, die Lungenbläschen alle freier werden, offener werden und wieder optimal Sauerstoff zulassen können. Atme tief ein und wieder aus. Und tief ein und wieder aus.
Und spür jetzt mal, wie sich dein Lungengewebe, das Muskelgewebe entspannt. Spür mal, wie alle Umweltgifte, alle Krankheitserreger, alle Altlasten aus deinen Lungen entfernt werden. Und das ist eine Mischung aus Selbstheilungskräften, geistiger Heilung, Erzengel-Michaels-Energie. Und die Selbstheilung deiner Lunge läuft jetzt auf Hochtouren. Und auch dein Halsbereich, Rachenbereich, deine Stimmbänder, Kehlkopf wird frei. Bis rauf, Nasennebenhöhlen, Nase. Und du spürst, dass dieser ganze Atemwegsbereich freier wird und reiner. Dort, wo Energie vielleicht noch steckt, wird sie gelöst. Und du kannst jetzt die Heilung auf allen Ebenen zulassen. Du spürst, dass du alle Zeit der Welt hast. Du spürst, dass du ganz friedlich und zufrieden sein kannst. Und dass jetzt deine Lungen, deine Atemwege sich optimal regenerieren und heilen. Die Freiheit manifestiert sich auch in deinen Lungen, in deinem Atemwegen. Im Atemweg und in den Lungen bist du jetzt frei. In deinem Leben bist du frei und selbstbestimmt. In deiner Kommunikation bist du frei und selbstbestimmt. In keiner Situation wird dir die Luft ausgehen, sondern du wirst klar und selbstbestimmt handeln können. Atme jetzt nochmal tief ein. Und wieder aus. Nochmal tief ein. Und wieder aus. Und bedank dich jetzt mal bei deinem Körper, bei deinen geistigen Helfern und Führern. Und natürlich vor allem bei Erzengel Michael für seine Unterstützung und Hilfe während dieser Reise. Und du kannst diese Meditation natürlich so oft wiederholen, wie du möchtest. Und du wirst immer wieder so Veränderungen spüren. Und jetzt atme nochmal tief ein, ganz tief. Und wieder tief aus. Und komm jetzt genau in deinem Tempo ins Hier und Jetzt, in diese Zeit, in diesen Raum zurück. Streck dich mal durch. Beweg dich ein bisschen. Bedank dich nochmal. Und komm dann genau in deinem Tempo ins Hier und Jetzt, diese Zeit in diesen Raum zurück. Spür nochmal nach, spür nochmal deine Atemwege. Sehr gut.